Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Endlich habe ich mal wieder Chronikon. Ich wollte es gerade sagen. Warte mal, habe ich jetzt... Ich habe wieder 8000! 8001 Chroniton! Nee, 8101 Chroniton! Jetzt hat sich das verzögert. Endlich. Das passt doch gar nicht, du. Als ich vor 2 Wochen dieses Event gespielt habe, habe ich 5000 Chroniton investiert, um auf Platz, keine Ahnung, 1400 irgendwas zu kommen. Das passt doch gar nicht zum Monkoholic, oder? 8101. Ja, ich muss doch irgendwie das loswerden wieder. Und dann haben wir das Announcement-Ding da. Genau. Ich überlasse die Übersetzung. Mega-Event. Ja, geschehen. Ja. Augment Deep Space Nine Mega-Event, das nächste Woche anfängt. Nehmen wahrscheinlich mit Garak. Ja. Ist die Frage, wen es dann geben wird als 5-Sterne-Held. Vielleicht gibt es sogar Garak zum Sammeln. Dann würde ich noch warten, wie mit dem Geld ausgeben, aber. Aber kann auch sein, dass der nur einfach mal in der ersten Woche vorkommt. Der Garak. Ja. Die Tür schlecht. Stehen die hier nicht vielleicht sogar irgendwo? Dachte ich mir auch, aber ich habe nichts entdeckt. Catching Fire Skirmish Event. Turning Point. Also schreiben wir es rein von Khan und von Bashir und von Dana und von Sisko. Ja. Dana oder Dama? Bei Roga Dana. Achso, das muss jemand anders sein, okay. Also Dama ist ein ist ein Cardassianer. Ich bin jetzt Roga Dana. Roga Dana, genau. Oh, das ist jemand aus TNG. Und Enemy. Was? Enemy Line Sisko. Aha. Okay. Klingt nach Spiegeluniversum. Naja, die Person hat ja auch so einen Kriegsmoment. Also, es kann sein, dass es auch irgendwie diese eine Bodenschlacht war, wo er da die Stellung halten soll. Ja, wir bleiben mal gespannt. Mal bestätigen, gab's nichts gratis hier. Tschüss. Ja, und dafür gibt's auch neue Schiffe, die man sich jetzt kaufen kann. Die USS Reliant und andere Miranda-Klasse Schiffe. Lass Miranda, denn sie will ja. Wo war das? Oh, Gott. Gott. Wo ist denn das Schiff eigentlich? Das kommt erst am 30. Mai. Ah, okay, sieht man noch gar nicht. Text. Aber Reliant, ja. Weiß nicht, was müsste der eigentlich auch was sagen? Ne, ist noch gar nicht drinnen. Nicht mal das Coming Soon, jetzt schon vorbestellen. Super Schnäppchenpreis. Yay. zack, zack. Bild kopieren. Schübe Textnachricht. Schübe es mir. Darstellt. Ach, das Ding. Das Ding. Okay. Das sieht so seltsam aus, wie so ein kleiner Bügel. Sternflotte hatte schon hässlichere Schiffe, sagen wir es mal so. Naja. Okay. Es hat ein kleines Forschungsding. Was hat das da oben eigentlich? Entweder, also es gibt verschiedene Varianten davon. Das auf dem Bild, was ich dir jetzt geschickt habe, ist es ein Torpedo-Launcher. Okay. Ein Mini-Forschungsschiff mit so ein paar Torpedos. Okay. Es können ja auch Sonden damit abgeschossen werden. Da muss ich wieder an Bridge Crew denken. Oh Gott.
Spoiler-Alarm übrigens. Oh, Falla, Captain. Oh, Mann. Dies war Aufgabe B. B kommt noch A. Oh, Mann, da kommt doch was auf euch zu, Leute. Ja, schön. Mhm. So ein ja, ausgezeichneten Offizier, weil es Wurik hier. Großes Kino. Jo, ansonsten. Jo. Die Tilly habe ich fertig gemacht. Die kann ich jetzt noch unsterblich machen. Ja, die habe ich schon sterblich. Die Tilly. Die habe ich schon. Die habe ich ausgetauscht. Für, also der Tilly habe ich behalten. Und dafür habe ich dann die Hoshi weggeworfen. Mm, okay. Habe ich überlegt, aber dann dachte ich mir, Tilly, Hoshi, Tilly, Hoshi. Ja, ich habe es aus einem Grund genommen. Ich habe nämlich auch sehr lange hin und her überlegt, aber Tilly hat A, ein bisschen mehr Diplomatiepunkte, nämlich 20 mehr. Mm. Im Weiß oder ein bisschen mehr im Grün. Plus sie hat ja noch 321 Engineering. Und Hoshi hat halt gar nichts anderes. Ja. Aber, ne. Tschüss, Tilly. Tut mir leid und so. Viel Spaß beim Frieren. Viel Glück beim nächsten Mal. Ich schau gerade, ob ich sonst irgendwen habe. Doch, ja, Q habe ich. Den menschlichen Q. 4 Sterne. Ja, nö, ich der auch so angepisst guckt. Warte, ist der auch verzweifelt? Ja, ist auch verzweifelt. Yeah. Alter. Ich muss gleich mal eine Abfrage gucken. Du müsstest noch so einen Werbetrailer machen für Star Trek Timelines. Star Trek Timelines erforscht die unendlichen Weiten mit über 500 Charakteren, von denen mehr als 400 verzweifelt und depressiv sind. Verzweifelt und fern der Heimat. Rette sie, bevor sie sich einfach so opfern. Sie, PS, sie sind nicht mehr verzweifelt, wenn du ihnen Dilithium in den Rachen wirfst. Nicht mehr so verzweifelt, wenn du investierst. Sie sind zwar noch, aber nicht mehr so sehr wie vorher. Für 2 Stunden sind sie glücklich. So Tamagotchi-mäßig. Oh, Alter. Nicht so laut. Da hört das Raptor-Beam noch mit. Das Raptor-Beam darf ja nie so ein Tamagotchi-Spiel machen. Fütter mich, los, los, fütter mich mit 1000 Euro, sonst sterbe ich. Oh Mann, ey. Hilfe. Los, wie vergeht denn Drachen, los? Du hast mich doch so lieb, oder? Du hast mich doch so stark aufgebaut über all die Monate. Gib mir nicht dein Geld. Möchten Sie diesen Charakter behalten, bevor er verhungert, dann investieren Sie auch Sie jetzt 100 Euro für die nächsten 3 Stunden Spielzeit. Fast wie bei den Reisen. Siehst du auch so den Lebensbalken runtergehen? Es hat sich wieder ein Konflikt aufgetan, oder wie nennen Sie das immer? Dilemma. Dilemma, genau. Dilemma, Hunger. Alles dasselbe hier. Ich hoffe, Sie haben es nicht gehört. La la la. Das Schlimme ist, Sie werden es ja erstmal von uns aus in Ihren Universalübersetzer laden. Und was dabei dann kommt. Oi, oi, oi. Bleibt gespannt, was Disruptor nächstes Jahr als Spiel rausbringt. Takeshis Castle. Oh je. Ja. So, ja, jetzt 3 wieder unsterblich gemacht. Jetzt habe ich 210 Leute unsterblich. Yay. Ja. 119. Wie viel? 119. Wie viel nochmal? 119. 119.
Was? Oder wenn man uns umdreht, 9-11. Jetzt in Timelines. Investiere 900 Euro, um 9-11 zu vermeiden, in Timelines. So, ich find's so toll, ich pack nur dein PK rein, ja, 99% läuft. Den Rest kann ich an irgendwelchen levelbaren Zeug reinpacken. Guck mal, mein PK. Zack, kann man ein bisschen mitleveln hier. Oh, süß. Alter. Ich kriege auch wieder ein paar Eventpunkte, finde ich gut. Ja, gern geschehen. Dein durchgespieltes Let's Play powered by, keine Ahnung, 50 anderen Leuten, die dich einfach mit durchleveln. Die sich verzweifelt anheften. Verzweifelt, ja, definitiv verzweifelt. So, warte, jetzt muss ich mal gucken, wie viele verzweifelte Leute es gibt. Alter Schwede, ich habe einige verzweifelte Leute in meiner Crew. Das ist mir jetzt auch mal wert. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Schon mal, Alter! 10, 3, 32 verzweifelte Leute. 18, 21, 24, 27 bei mir. What the fuck? Was ist denn der hier verzweifelt? Hallo? Der Touristenquark, ja? Der auf Riser zum Vergnügen ist. Warum in drei Teufelsnamen ist denn der verzweifelt? Hat vielleicht jemand was nicht abgekauft? Niners Quark, Niners Rom, der beim Football spielt. Wie kann man denn beim Football, na gut, verzweifelt vom Sieg vielleicht, aber. Hast du übrigens Tucker-Raumanzug? Ja. Ich möchte nochmal das Bild des Erdmännchens hervorheben. Stimmt. Ja, bei dem sieht es auch echt seltsam aus. Ja, vor allem, wie er noch so reinguckt in die Kamera so. Kuckuck. Boing. Gleich kommt das Vögelchen. Kuckuck. Ja, aber da kannst du auch die Seitenbeleuchtung. Ich glaube, eins von beiden war sogar eine Kamera mit drin oder irgendwie so. Bin mir gar nicht so sicher. Also, ich meine, die Enterprise-Leute haben nicht so peinlich ausgesehen damit, oder? Also ich meine, Worf, als er es zum Beispiel getragen hat. Aber ja, gut, die haben ja modernere Dinger bekommen. Man musste das ja, weil es ja 100 Jahre vor Kirk, also 200 Jahre vor Thielen gespielt, musste das ja mehr aussehen wie jetzt, ein bisschen klobiger und mit Knöpfen und sowas. Also, ja. Also zum Beispiel im achten Kinofilm, wo sie ja da auf der Enterprise-Hülle rumlaufen, ja, da tragen sie ja diese weißen Raumanzüge, die haben ja zum Beispiel gar keine Taschenlampen und sowas drin. Das sind ja einfach nur Anzüge. Ja, die sahen cool aus zum Beispiel. Ja. Hier hat man, also generell hat man bei sämtlichen Archer-Uniformen, also von Archer-Ära, jede Uniform hat eine Vielzahl an Taschen. Da weißt du gar nicht, was du da alles reinpacken sollst. Ich meine, sie haben ja nur Tricorder und Phaser. Ja, das Ding hat aber 8 Taschen oder irgendwas. Wo packst du meinen Tricorder denn bitte mal rein? Ja. Man weiß ja nie, was man alles mitbraucht auf Außenmissionen. So MacGyver-mäßig findet auch immer irgendwie ein Kaugummi und ein bisschen Klebeband. Und der Tag ist gerettet. Ansonsten habe ich nicht wirklich viel mehr. Ich bin bei den Shuttles nicht wirklich weiter. Die Romulaner hatte ich letzte Woche schon durch. Mir fehlen immer noch 3 Stück. Die Ferengi Traditionals. Die Terraner und die KCA. Okay. Waren so einer der ersten, die Terraner. Bei dir? Okay. Ja. So viel Spiegeluniversum-Sachen waren. Ja, Spiegeluniversum macht Spaß. Ja. Aber mir fehlen noch die Herojen, die mit dem Fußball. Na, ja, stimmt. Ne, die hab ich komplett, aber. Ja. Der Archer in dem Raumanzug sieht auch lustig aus mit den Knöpfchen da vorne. Sieht fast aus wie so ein Radiosender.
Sie hatten tatsächlich die Sprachsteuerung war vorne, also sie mussten immer vorne auf irgendwas auf ihren Raumanzug drücken, oder mal. Okay. Sieht praktisch aus. Kann sich sicher auch Musik abspielen lassen. It's been a long time, oder wie dieser blöde Song ging da. Oh ja, wie ging der noch? It's a long road, glaube ich. Irgend sowas. So gar nicht gepasst hat. Jetzt haben sich damals viele drüber aufgeregt, aber man wollte halt was Neues. Man hat eine orchestrale Intro bei TNG gehabt, bei Deep Space Nine und bei Voyager und man wollte halt was Neues wagen. Ach, zu meiner Zeit war das noch ganz anders. Da gab's immer orchestrale Intros. Ich bin das gewöhnt, ich möchte das haben. Ja. Nimm mich so wieder an hier Honest Trailer für TNG, ja? Concerts. Many concerts. Really, it's a lot of concerts. Stimmt. Oh Mann. Jo, sonst sind wir eigentlich durch. Jo. Rekordzeit. Naja, also wir haben schon mal unter einer Stunde, aber. Aber für das, was sich alles getan hat, hier Preiserhöhung, neues Eventel, neuer Eventtyp und ja, es ist ja nicht so viel. Also es ist, selbst das Event ist ja eigentlich nur ein zusammengekluschter Kram von dem, was sie schon hatten. Oh, da ist was dran. Also, oh, ich kann mal was abholen im Event. Huch. Oh, geil. Selbstdichtende Schaftbolzen, endlich. Ich wollte sie schon immer haben. Die habe ich auch gerade bekommen. Die sagen wir auch schon was. Na siehste. Go Deep Space Nine, go Deep Space Nine. Ja, aber ansonsten, in der Flotte ist noch Platz. Echt? Ich dachte, wir waren wieder voll. Warte mal. Gute Sache. Ist wieder einer geflogen, ja. Echt? Waren wir voll? Also, mich hat letztens einer angeschrieben, den ich dann zu dir verwiesen habe, der dann auch bei dir geschrieben hat, dieser... Ich nenne jetzt einfach mal den Namen, der hieß ja Simon in den YouTube-Kommentaren. Ich meine, es ist öffentlich nachlesbar. Scheiß auf Datenschutz hier. Dann waren wir eigentlich wieder voll. Also, seitdem muss jetzt wieder einer weg sein. Okay. Hattest du wen gekickt oder so? Nee, auch sonst weiß ich mal nicht. Sonst bin ich, also liebe Leute, wenn ihr Leute vermisst, ich bin eigentlich immer so derjenige, hier so, 30 Tage, kick! Du warst immer so derjenige, ja, aber gib den doch noch ein bisschen mehr als kick! Weil letztens war auch einer weg und den habe ich halt auch nicht gekickt, da weiß ich jetzt auch nicht, wird dann vielleicht von selber einfach gegangen sein. Okay, also ich kick echt nur ab 30 Tage und mehr. Außer es war Helm, weiß nicht. Pff, das kann auch sein. Wir haben ja mehrere, haben wir nicht sogar noch mehr Offiziere hier? Ne, das sind Geschwaderanführer alles, ne? Geschwader, 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 Geschwader. Alex Carter war der mal in der Band, wollte ich sagen, in der Gruppe? Was? In der Flotte? Alex Carter, den habe ich da zumindest in meiner Freundschaftsliste. Ich sehe jetzt hier keine Alex Carter bei uns. Der hat aber keine XI, weil ich gerade durchschaue, ob irgendjemand in meiner Freundesliste kein XI hat. Also wir haben einen Captain drin, der noch keinen XI drin hat, aber auch sonst haben ausnahmsweise mal tatsächlich alle anderen XI drin. Weil ich füge alle aus der Flotte dann auch immer in die Freundschaftsliste hinzu, weil dann sehe ich auch gleich, wenn die wieder online sind und könnt die dann anschreiben. Ich meine, ich achte da eh nie drauf, ob irgendwer online ist, aber soll es mir mal auffallen, dass ich die halt dann wieder anschreiben kann, ob sie wieder in die Flotte wollen. Das Ding ist halt mittlerweile schon echt voll, diese Freundesliste. Von Leuten, die halt schon seit 8 Monaten nicht mehr online sind. Man, kannst du mir mal helfen? Ist das jetzt eine fehlerhafte Übersetzung oder muss ich den anderen Knopf hier drücken? Dagome zum Beispiel 7 Monate. Der kommt garantiert nochmal wieder. wenn ich jetzt die Leute als Freund einlade, ne?
Ja, das ist total komisch mit dem Entlassen, ne? Was ist jetzt? Ist jetzt entlassen, die Freundschaft entlassen oder muss ich das X drücken? Ich bin gerade Aus der Flotte entlassen. Ich drück dann immer das X. Okay, sicher, sicher. Ne? Aber es ist echt, ja, wieder mal eine tolle Übersetzung. Wohl 14 Tage, naja, Ein Stück 14 super Tage. gemacht. Nie wieder. Da können wir auch mal da Freund hinzufügen und dann kommt da entlassen. Vor allem die Einladung wurde dann so und so gesendet, entlassen. Naja. Also die Frage ist, ist entlassen jetzt eine krüppelhafte Übersetzung für beenden oder irgendwie sowas? Keine Ahnung. Schließen? Wegtreten. Man weiß es nicht genau. Ist nicht so aktiv, aber die sind alle aktiv, ja. Du hast echt alle hinzugefügt. Was ist eine Arbeit hier, ey? Verrückt. Ja, echt, ey. Voll der Nerd. Und da fällt mir eben auf, dass es irgendeinen Alex Carter gibt in meiner Freundesliste, der hat kein XI hat. Frechheit. Das hätte er vielleicht die Flotte verlassen. Sieht man, ob ich die Person schon eingeladen habe? Ja, da ausstehen. Oder hatte ich den hier jetzt schon? Ja. Zack. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Ja. Live. Anno versendet Freundschaftsanfragen. Alter, was hat der für eine Alter. Crew hier, ey? Der Fünf Sterne, Chuck. fünf Sterne, fünf Sterne. Skywill. Skywill. Der Chuck ist, glaube ich, unser Bester. Skywill. In welcher Flotte ist denn der? Also in welchem 57. Geschwader meine ich? Welcher Ähm. Flotte? Bisschen drunter. Ja, stimmt, Skywill ist auch gut dabei. Level 57. Chuck ist bei Holiday on Risa. War ich da schon? Oh. Sehr schön. Nee, noch Der nicht. Stufe 61 hat. Er ist immer eine Stufe vor mir. Wenn ich gerade so aufhole, ist er schon wieder weg mit seiner nächsten Stufe. Voll gemein. Frag dich mal, wie er das macht. Er hat den Archer zum Beispiel schon auf 3 Sternen und dann Level 100. Aber den hat er dann gekauft? Oder wo gibt es denn jetzt hier diesen Anzug, Archer? Wo gibt's denn hier? vielleicht gab's den, vielleicht gab's den vorher schon im Spiel. Okay. Weiß ich nicht so genau. Da, Okay, oh, Tacker spannend. Spiegeluniversum kommt auf keine guten Werte. Weiß ich, warum ich den immer weggehauen habe. Zack. Ich glaube, die haben wir auch nicht wirklich behalten, oder? Ich glaube nicht. Hatte ich jetzt den hier? Oh Gott, ja. Mit dem halb weggefrästen Gesicht. Findi. Oh, so ein bisschen Säure im Gesicht. Jolo. Ist gesund. Säure Irgendwann. macht lustig, oder wie geht das? Fast, Valo, fast. Gut, sind wir unserem Bildungsauftrag auch noch nachgekommen. Kommt gleich nach Säure. Was? Säure macht Kinder froh und Erwachsene ebenso. Okay. Irgendwie so oder so ähnlich. Ach, wir werden irgendwann angeklagt. Ey, das gibt's gar nicht. So, Alter, wie viele Leute haben wir in der Flotte, ey? Klickabenteuer hier. Ja, aber ansonsten würde ich sagen, können wir eigentlich eh schon dann die Folge beenden. Nicht, bevor ich nicht alle Nee, angeklickt muss ich habe. nicht noch alle durchklicken. Kalifornien. Oh mein Gott. Kalifornien. Sollte ich nicht auf solche Ideen bringen? So, da ist schon. Da ist nicht. Ich glaube, dich und Kenny hatte ich, glaube ich, eh schon, ne? Ja, wir Jo. haben uns schon. Zack. Ne, natürlich. Tratu. Ja, ich glaube, sonst gibt es echt nichts zum sagen. Wir haben Es uns gibt nichts mehr nichts zu zu sagen. sagen. Warum muss ich nichts mehr zu sagen? Anwalt ist raus. Denkt sich Disruptor Beam auch schon. Das sind 24 Tage, 14 Tage aktiv, da können wir auch schenken. Bin auch noch am Überlegen, wen ich meine Verbesserung da schenke.
Ich habe noch diese ehrenvolle Erwähnung für die 4 Sterne. Ich weiß noch nicht, wem ich das gebe, weil ich bin mir sicher, sobald ich es irgendwie verteile, ist er irgendwie bald in der Belohnung dabei. Walvo, wir haben einen Unterwanderer. Wir haben einen Unterwanderer. Was haben wir? Ein Unterwanderer oder Maulwurf nennt sich das. Okay. Ein Maulwurf haben wir? Wir haben ein Star Wars-Jana bei uns. Okay. Obi Vader. Gleich kicken. Flotte entlassen. Ich weiß gar nicht, wenn ich jetzt auf Flotte entlassen klicke, kommt da noch eine Bestätigungsabfrage vor. Wie werden sie merken, wenn man gleich nur noch 48 haben. So. Ja, ich weiß nicht, also Captain, also bei Captain speisen wir mal auch. Also wer weder Tag noch Eigennamen hat, nee, da schicke ich jetzt auch keine Einladung raus. Ja, kannst du auch raushauen. So, okay. Dass du deinen Ruf aller Ehre wirst. Zurück. Der Mann, der alle raushaut. Der Kicker. Ich hab dich auf den Kicker. Cool, 20 Grad ist Chroniton. 8141. Yay! So, jetzt können wir abgeben, wenn du magst. Sehr schön. Endlich. Jo, na dann, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich halte jetzt auch für nächstes Mal wieder ein, dass es dann ans Mega-Event geht. Ich bin mal gespannt, welcher Charakter dann so kommt. Oder ob sie das vielleicht überhaupt weggelassen haben. Keine gratis Charaktere mehr. Ihr sammelt ich jetzt nicht ein Sterne Charaktere im Mega-Event, hä? Irgendwas läuft hier falsch. Ja, dann, ne, besten Dank fürs Einschalten. Nicht vergessen, kommentieren, abonnieren, liken, teilen, atmen, essen. Alles, was zum Leben dazugehört. Auf Twitter auch ein bisschen seine Meinung verbreiten. Zu, ja. Zu Timelines. Ja, auch bei ihm selbst, also bei Star Trek Timelines Twitter, oder wie heißt es denn hier? Ja, genau. ST Timelines. Grüße sind raus. Ja, genau. Sagt ihr mal, wie toll ihr das findet. Yay. Naja. Ja. Ach, das Spiel gibt's auch bei Amazon zu kaufen. Interessant. Ob es bei Amazon günstigere Preise gibt? Bin's gerade mal. Warte mal. Den Spaß könnte ich mir jetzt mal. Musst du gar nicht, dass Amazon so ein Dingens hat. So ein Bezahlsystem. Was? Rest of Games? Was ist denn das? Kostenfrei. Wo bist du da schon wieder? Ist das jugendfrei? Amazing Amazon. AmazingAmazon.com, das ist bestimmt die richtige Seite. Das erste, was ich, wenn ich Star Trek Timelines bei Amazon eingebe, ist Star Trek Registered Trademark minus Wrath of Games, keine Ahnung. Gamer. Alter. Ja, was denn? Games. Wir müssen echt irgendwann mal einen Song rausbringen, wo die garantiert keinen Bock haben, den zu sperren, weil es GEMA-Schutz ist. Irgendwie so, mir fällt gerade eigentlich nur in der Anlehnung, kennst du Ted, den ersten Film noch? Also das ja, war ja. Ist aber gut. Füg irgendwie dich, so, Donner, leck mich doch am Sack. Ja, nur tausch mal das Donner mit GEMA aus. Okay. Das kann man mit Film austauschen. Wir fallen gerade ganz andere Dinge an. Ja, in dem Sinne. Ja, dann danke fürs Zuschauen. Danke am Anu fürs mit dabei sein. Und dann bis zur nächsten Woche. Ciao. Ciao.